Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum ersten The Elder Scrolls Online View auf dem neuen ProNDC-Kanal. Ich betone hier ganz bewusst auf dem neuen ProNDC-Kanal, denn wir hatten vorher schon mal einen, der ebenso ProNDC hieß und The Elder Scrolls Online als eines seiner Hauptthemen hatte, als es damals auf dem PC erschienen ist. Wobei, so ganz stimmt das nicht, denn wir hatten auch schon im Vorfeld in der Closed Beta und auch auf dem Private Test Server dann schon euch zum Beispiel Guides aufgenommen, gezeigt, wo man die ganzen Sky Shards finden kann und so weiter. Und dieses Format hier, das wird jede Woche kommen, um verschiedene Dinge zu tun. Einmal wollen wir euch zum Beispiel Fragen beantworten können, wie wird unser Programm um die Elder Scrolls Online aussehen? Was werden wir da alles machen? Wir werden euch natürlich auch auf eure Wünsche eingehen, was ihr sehen möchtet. Wir versuchen das Ganze natürlich ähnlich wie bei uns Destiny zu gestalten mit Infos, Guides, Tutorials und so weiter. Aber natürlich gibt es dann auch sowas wie Community Gameplay. Wird es eine Gilde geben? Wird man zusammen ins PvP gehen können? Wird man dann zusammen Questen gehen können? Neue Charaktere erstellen bei einer anderen, bei einem anderen Bündnis und so weiter. Und da möchten wir natürlich dann auch drauf eingehen. Auf der anderen Seite möchte ich quasi so ein wöchentliches, so ein Wochentagebuch führen, um euch dann zu zeigen, wie verlaufen denn meine Vorbereitungen für den Konsolenstart. Denn es ist so, ihr werdet sehr, sehr schnell merken, dass mein Wissen um ESO sehr begrenzt ist. Ihr seht hier gerade Gameplay im Hintergrund, das ist eine Stufe 30 Nachtklinge, kaiserlicher. Ja, Rassenwahl nicht gerade optimal, das war damals einfach quasi eine Brauchentscheidung. Ihr seht, ich bin nicht gerade sehr fit, was ESO angeht, und das möchte ich ändern. Ich möchte diesen Monat Mai bis zum Konsolenstart am 9. Juni das Ganze nutzen, um mein Wissen zu verbreitern in ESO, um dann natürlich auch dann sofort für euch eine kompetente Kraft zu sein, die für euch dann Videos bringen kann, die dann auch weiß, wovon sie redet, aber auch um den Charakter hochzuleveln, denn dieser wird übernommen auf die PS4. Ich glaube ja eh alle Charaktere, die gerade auf dem Account sind, aber den möchte ich natürlich versuchen, soweit es geht, hochzuleveln. Wenn möglich natürlich auch bis Veteranenrang 14, falls das mit 2, 3, 4 Abenden ESO pro Woche mit mehreren Stunden möglich ist. Das müsst ihr mir natürlich dann beantworten, falls ihr noch aktiv auf dem PC ESO spielt. Und falls ihr das tut, würde ich es natürlich begrüßen, wenn ihr mich sympathisch findet, wenn ihr denkt, okay, der ist ein netter Kerl, der könnte meine Hilfe gebrauchen, dass ihr mir ein paar Sachen erklärt oder vielleicht sogar beim Questen ein bisschen unter die Arme greift. Keine Sorge, ich will mich nicht da irgendwie durchziehen lassen und stelle mich dann wie der größte Idiot an, sondern ich will wirklich lernen, um dann eben für euch super Videos bieten zu können. Und da ist dann halt auch diese Serie dafür gedacht, um mich zu zeigen, wo bin ich denn gerade? Ihr seht, ich bin hier noch im Gebiet Grünschatten. Das ist ja das Gebiet für mein aktuelles Level. Und ich muss natürlich noch die komplette Hauptstory und so weiter spielen. Ich laufe hier rum und queste und versuche natürlich so viel Fortschritt zu machen, wie es nur geht, damit ich dann eben zum Konsolenstart euch direkt auch den Endgame-Content, die super Sachen, die tollen Sachen zeigen kann. Euch dann auch mit Guides und so weiter versorgen kann. Und wie gesagt, ich bin hier gerade aktuell in Grünschatten unterwegs. Und ja, das sollte so im Groben die Serie zusammenfassen. Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr mich da hier quasi ein bisschen begleitet, auch in den Kommentaren. Vielleicht wisst ihr selber nicht sehr viel über ESO Bescheid, fandet das aber immer sehr interessant und wollt auch auf der Konsole anfangen. Dann könnt ihr mir natürlich ein paar Fragen stellen. Ich werde euch natürlich nicht alle sehr kompetent beantworten können. Aber ganz wichtig, wir haben ja damals schon bei ESO einen Fachmann gehabt, der euch die ganzen Guides und so weiter gezeigt hat. Und das war der Jörg. Wir haben ja damals Sachen gezeigt, wie wird man Werwolf oder Vampir. Wir haben Add-ons vorgestellt, euch, wie gesagt, dann schon in der Beta die Sky Shards gezeigt. Wir haben einen Crafting-Guide gemacht, so Grundlagen-Crafting, wie das Pferd funktioniert, wie PvP funktioniert. Und das hat alles der Jörg gemacht. Und der ist unser Fachmann hier. Keine Ahnung, ob ich das jetzt hier am Anfang vom Video schon erwähnt habe. Der ist unser Fachmann und der wird es auch weiterhin sein. Aktuell ist er nicht aktiv auf dem Kanal unterwegs, weil es ihm privat wegen Arbeit, Studium und so weiter und Familie an Zeit mangelt, da aktiv Videos zu erstellen. Ne? Da hat man halt leider nicht immer die Zeit dazu und wir wollen das auch nicht so schnell durchrushen und euch dann irgendwelche halbgaren Videos bieten, sondern die sollen auch qualitativ auf einem gewissen Niveau sein, damit ihr zufrieden damit seid und das kostet Zeit. Aber er sagt, er vermisst das Ganze schon und ihn juckt es in den Fingern, der hat jetzt so lange damit pausiert,
da wird es sich gerade zum Konsolenstart von ESO anbieten, dass er da was macht. Und da kann er euch mit Sicherheit auch dann schöne Sachen zeigen, weil er kennt sich da so viel besser aus als ich. Aber da möchte ich halt eben die Zeit jetzt hier im Mai noch nutzen, um da aufzuholen. Und da hoffe ich, dass ihr mich quasi auf diesem Weg da bis zum Konsolenstart begleitet. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Wenn sie zu fachbezogen sind, werde ich das natürlich an den Jörg weiterleiten. Der hat immer wieder Zeit, euch da eure Fragen dann zu beantworten. Da würde ich sagen, hey, der hat da eine Frage, die ist sehr, sehr speziell, sehr spezifisch, was ESO angeht. Und da habe ich keine Ahnung, vielleicht kannst du ihm das ja besser beantworten als ich. Und ja, der Jörg wird dann hoffentlich auch mit am Start sein. Aber wir sind natürlich auch, was YouTube-technisch angeht, bei ESO nicht alleine. Wir haben auf jeden Fall noch mit an Bord den Angelus. Der ist ja auch einer unserer Destiny-Partner und der spielt sehr, sehr gerne MMOs. Hat damals, ich glaube, Guild Wars 2 gespielt oder 1 und WoW auf jeden Fall noch und Dark Age of Camelot. Der hat so viele MMOs gespielt und auch bei ESO möchte er einsteigen, denn er spielt halt wie ich aktuell lieber auf der Konsole als auf dem Computer. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal zumindest Gameplay für euch am Start und er weiß, glaube ich, inzwischen auch besser über das Spiel Bescheid als ich, weil er sich da besser informiert. Aber die Zeit möchte ich mir halt nehmen. Und ich dachte mir, ich fange in der ersten Folge jetzt an, euch einmal das Format zu erklären, wie das Ganze abläuft und was ich mir für die nächsten Wochen vornehme. Wenn ihr halt wissen wollt, Gilde wird es eine geben, wieder eine Pro-NDC-Gilde. Falls ihr früher schon in unserer Gilde wart, wahrscheinlich nicht in dem Umfang wie damals. Es geht, glaube ich, nicht. Zeitlich war das einfach so schwer zu managen, mit dem ganzen PvP, das mit den anderen PvP-Gilden abzuklären. Da war ja noch eine Handelsgilde, die voll war mit 500 Mann. Ich glaube, wir waren zwischen 180 bis 220 Mann in der Gilde. Und der Jörg hat natürlich jeden Tag so eine Rundmail geschickt, ne? Hier, Raids, Anmeldung und so weiter. Wir werden so und so viele Raid-Trupps werden erstellt und so. Und der hat sich da gekümmert, das Ganze organisiert mit einem Kalender auf der Homepage und das war so viel Aufwand und das geht einfach nicht. Das ist mit einem YouTube-Kanal nicht vereinbar. Da müssten wir schon Fulltime-YouTuber sein, dass wir das dann quasi die Gilde so managen können in dem Umfang nebenher. Oder wir delegieren halt und würden das würden andere Leute abstellen, aber da fühle ich mich nicht wohl. Da will ich nicht den Namen Pro-NDC auf die Gilde klatschen, das geht nicht. Deswegen so eine lockere Community-Gilde geht vielleicht, da ist die Frage, ist Interesse. Falls ja, schreibt es runter in die Kommentare und dann werden wir uns drum kümmern. Dann werde ich das abklären. Ansonsten, ja, mal gucken, ob die noch Pro-NDC genannt wird. Wenn Angelus dann auch zum Beispiel noch mit reinkommt, dann sollten wir sie vielleicht anders nennen. Auf jeden Fall dachte ich mir, neben dem Erklären des Formats werde ich dann auch erstmal über ESO erzählen. Wie bin ich überhaupt zu ESO gekommen? Nun, der Jörg hat damals gesagt, ey, bei ESO wird ein absolut geiles Spiel. Ich möchte den Leuten gleich Infos bieten und Guides machen, wie das Crafting funktioniert, wie verschiedene Sachen funktionieren, denn das Spiel wird der absolute Hammer. Und da haben wir schon gemerkt, okay, wir gehen jetzt von unseren ganzen Gameplays und Let's Plays, haben wir damals früher ausschließlich gemacht, weg in Richtung Informationen, Guides, Tutorials. Und so hat das quasi angefangen, ne, mit diesen ganzen informativen Sachen bei uns auf dem Channel. Und das haben wir dann auch weiter so behalten. Das ging dann für mich los mit der Closed Beta. Da haben wir auch schon aufgenommen und dann gewartet, bis wir die Freigabe haben, dass wir die Sachen auch wirklich zeigen dürfen und haben das Ganze dann für euch hochgeladen. Jörg hat im Vorfeld schon die ganzen Positionen der Sky Shards aufgenommen. Er hat so viel Zeit reingesteckt und ich habe dann, obwohl er so begeistert war von dem Spiel, ich fand es super, mir hat es Spaß gemacht, habe ich einen PTS-Zugang bekommen. Viele denken sich jetzt mit Sicherheit, okay, PTS nichts Besonderes, da komme ich auch drauf. Damals war das so, vor dem Start des Spiels, vor dem offiziellen Release, dass nur ein paar gewisse Leute einen PTS-Zugang bekommen. Das ist quasi, naja, wie erkläre ich es? Ja, der Private Test Server halt. Und da stand sogar in der Mail drin, ich darf nicht sagen, dass ich einen Zugang habe zum Private Test Server, bis das Spiel draußen ist. Ja, stand hier drin extra Geheimhaltung. Und ich durfte mir dann über einen bestimmten Link, ich musste mich dann anders mit einem anderen Account auf einer anderen Website anmelden und habe dann einen Link für einen Client bekommen und der war leer, also wirklich menschenleer. Der PTS war dann auch amerikanischer Server, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich habe gar nicht so viel drauf gespielt, sondern Jörg hat den meistens genutzt. Der hat mich gefragt, ja, kann ich mich mit den Daten einloggen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Denn er hat dann gestreamt. Man durfte dann auch Gameplay zeigen.
Er hat dann gestreamt und hat den Leuten dann auch ESO gezeigt, schon lange bevor es rauskam. Und dadurch sind wir auch sehr, sehr stark, sehr schnell, sehr stark gewachsen durch ESO. Das fand mir auch immer wirklich klasse. Ja, und dann kam dann halt auch die Vollversion des Spiels raus. Nun, ich habe mich dann halt entschieden, eine Nachtklinge zu machen, so wie damals auf dem PTS. Da habe ich nicht beim Stream auch mal zugeschaut und ich war so angetan von der Klasse, dass ich gedacht habe, okay, ich mache mir auf jeden Fall eine Nachtklinge, werde ich mit Bogen und zwei Einhandwaffen spielen, also zweihändig, also nee, nicht zweihändig, sondern ja, Dolch und Dolch eigentlich. So wäre die normale Kombination. Habe ich mir dann gemacht und dann halt als Kaiserlichen und ja, ihr seht, ich bin aktuell in Grünschatten unterwegs auf Stufe 30. Der Charakter wird ja übernommen, ne? Und ich versuche halt, wie gesagt, hier die Veteranenränge zu erreichen. Das war dann so, ich habe dann bis Stufe 6, 27 gelevelt, mit den anderen die Verliese gespielt, auch mich ein bisschen dann halt an ESO auf unserem Kanal beteiligt. Und dann bin ich in den Urlaub gefahren, war über eine Woche weg, kommt zurück und alle anderen waren halt schon in den Veteranenrängen. Die sind mir so weit davon gelevelt, dass ich aber nicht die Motivation hatte, da aufzuschließen, denn selbst mit ihren Twinks waren die teilweise schon auf Stufe 37. Und da war es auch schwierig, dann jemanden anzusprechen bei den paar hundert Leuten, kennst du nicht, ne, irgendwie zu fragen, ja, wer hilft denn da mal? Ich weiß nicht, habe mich unwohl gefühlt. Ich habe versucht, ein paar Mal allein noch zu spielen, aber die Motivation war nicht da und das stand auch bald der Release von Wildstar an. Und da habe ich mich da erstmal dann versucht, mit ein paar anderen Leuten, die ich kannte, mich da reinzufinden, denn es sollte auch eins unserer großen Themen auf dem Kanal werden. Wurde dann auch schnell wieder verworfen und ich habe dann leider nicht zurück zu ESO gefunden. Aber jetzt mit dem Konsolenstart im Juni will ich mich, wie gesagt, da drauf vorbereiten und dazu naja, dient halt dieses Video. Wie gesagt, Stufe 30, Nachtklinge als Kaiserlicher kurz vor 31. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, dass der Kaiserliche zumindest einen guten Nightblade-Tank darstellen würde. Keine Ahnung, wie ich dafür skillen müsste. Ich würde eigentlich lieber auf DPS gehen, aber ich habe mich damals mit den Rassen nicht so auseinandergesetzt und ich dachte mir, okay, hast du schon die Imperial Edition gekauft, dann spielst du halt auch einen Imperial. Und naja, da hätte ich mir vielleicht eine andere Klasse als den Nightblade nehmen sollen. Naja, ihr müsst mir jetzt hier sagen, ist das Ganze jetzt hier quasi, naja, verschwendete Zeit, was die Rassen-Klassen-Kombination angeht, ne, wenn ich versuche, wirklich DPS zu spielen, oder wird das zumindest fürs PvE noch reichen und ich sollte mir fürs PvP auf jeden Fall eine andere Rassen-Klassen-Kombination wählen, um PvP auf jeden Fall ordentlich performen zu können. Ich habe mich dann gesagt, also damals halt nicht sehr, sehr großartig auseinandergesetzt mit den ganzen Rassen und Klassen, um da eben quasi dann die beste Kombination dann zu finden. Das war einfach so meine Bauchentscheidung, einfach zu sagen, ich nehme jetzt einfach ein Imperial. Und ich hatte ja auch freie Wahl, was die Bündnisse angeht. Wir sind ja hier Altmeri Dominion mit diesem Hauptcharakter. Und falls ihr euch da quasi uns anschließen möchtet, wenn ihr im selben Bündnis spielt, dann steht das euch natürlich frei, ne? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Spiel habt, ich versuche es euch so gut wie möglich zu beantworten. Wenn sie zu fachbezogen sind, dann möchte ich natürlich dann den Jörg halt ranholen, ne? Ich werde ihm sagen, hey Jörg, ich weiß da nicht sehr gut Bescheid. Schreib du doch mal eine Antwort dazu. So, das Video geht jetzt hier auch schon bald eine Viertelstunde. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt zum Spiel oder zu unserem künftigen Programm, ne, wenn ihr Tipps habt für mich, wenn ihr mich unterstützen wollt beim Gameplay, vielleicht wollt ihr ja mit mir irgendwie losziehen, Questen oder so, schreibt es runter in die Kommentare, bietet mir eure Hilfe an. Ich würde mich wirklich super drüber freuen, riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich euch erzähle, wo ich jetzt aktuell gerade mich rumtummel in ESO. Und ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.